Hallo und willkommen zu The Long Dark. Oder auch böse gesagt, frier dir den Arsch ab Simulator. Natürlich nicht. The Long Dark ist ein Survival-Spiel, spielt in Kanada. Man ist wohl mit dem Flugzeug abgestürzt und irgendwo in den großen Weiten Kanadas verschollen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Story-Modus gibt es leider noch nicht in der Alpha. Die Entwickler arbeiten jedoch daran, das habe ich schon gelesen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Den würde ich dann sowieso separat spielen. Wir spielen erstmal die Sandbox. In der Pilger-Variante, das ist die einfachste Variante. Die Tiere werden dann eher wegrennen und mich nicht angreifen. Die anderen Modi, das Reisender wäre ein gesunder Mix. Und Schleicher wäre dann mehr oder weniger die Höllenvariante. Ich starte am Rätselsee. Es gibt noch mehrere Regionen. Aber das ist alles neu. Ich besitze The Long Dark schon ein Jahr ungefähr. Und ursprünglich gab es nur den Rätselsee. Und da starte ich dann auch. Ich werde dieses Mal, ich hatte gerade eben eigentlich schon eine Stunde lang aufgenommen. Allerdings konnte ich die Aufnahmen direkt in den Müll werfen, denn aus irgendeinem Grund hat es den Sound vom Mikrofon nicht mit aufgenommen. Hilft mir natürlich leider nicht und ist für ein Let's Play natürlich auch nicht unbedingt optimal. Da habe ich den Herren gespielt. Jetzt werde ich das Ganze einfach mal mit der Frau probieren. So. Das nenne ich einfach mal YouTube. Einfach nur zur Unterscheidung. So, hier sieht man es. Dein Flugzeug ist in einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Schauen wir mal. Ist die Zeitkoordinate nur lang genug, sinkt die Überlebensrate für jeden von uns auf null. Und da sind wir auch schon. Also man spawnt wohl mehr oder weniger zufällig, das weiß ich nicht genau. Ich glaube allerdings, das ist genau der gleiche Punkt, an dem ich vorhin schon gespawnt bin. So, es ist ganz früher Morgen. Ich packe hier gleich Stöcke ein. Denn da es eine sehr kalte Umgebung ist, brauchen wir immer Feuer. Denn ich glaube, die Kälte wird uns hier ordentlich zusetzen. So, den nehmen wir auch noch auseinander. So, zum Spiel gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Die Grafik ist absichtlich, ich sag mal, comic-mäßig gehalten. Finde ich persönlich super. Ich mag die Optik sehr. Okay, das ist der gleiche Spawnpunkt, an dem ich vorhin auch rausgekommen bin. Ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass es jetzt mehr oder weniger was Neues sein wird nochmal. Ist aber der gleiche Punkt. So. Man sieht hier oben einen kleinen Turm in der Mitte. Da werde ich jetzt als erstes hingehen. Das Spiel selber ist noch in der Early Access Phase. Die Entwickler arbeiten noch an der Story. Sandbox gibt es schon sehr lange. Am Anfang gab es nur dieses Gebiet, in dem ich mich gerade bewege. Man kann jetzt wohl auch in die anderen Gebiete einfach rüberlaufen. Das wird sich dann mehr oder weniger mit dem Let's Play ergeben. Die Musik ist auch neu und dass man sieht, wo man sich befindet, gab es am Anfang alles nicht. Ich habe jetzt wirklich sehr lange nicht gespielt. 6 oder 7 Monate habe ich gar nicht gespielt. Und habe gestern eigentlich nur eine halbe Stunde ausprobieren wollen. Und als ich auf die Uhr geschaut habe, habe ich dann festgestellt, okay, es waren 2 Stunden. Deswegen nehme ich das dieses Mal direkt auf und hoffe, dass dieses Mal der Sound auch da ist.
Das werde ich dann nach dieser Folge sehen. So, sprinten kann man auch. Der HUD wird automatisch ausgeblendet. Das kann man nicht ändern. Mit Tab sieht man dann, wir haben noch 12 Stunden Licht. Uns wird langsam kalt. Wir sind ausgeruht, haben keinen Durst, haben keinen Hunger. Kalorienreserve 1900 grob, gefühlt minus 22 Grad. Und wir sind in einem, befinden uns in einem Zustand von 100%. Kann sich wohl auch verschlechtern. So, dann erstmal hier hoch. Ich werde das jetzt auch versuchen, als Serie zu machen. Und zwar mehr oder weniger unter dem Begriff Survival Sunday. Und werde versuchen, immer sonntags mir ein paar Stunden Zeit zu nehmen, um Survival-Spiele aufzunehmen. Unter anderem The Long Dark, The Forest, Stranded Deep. Vielleicht werde ich auch mal wieder ein bisschen DayZ Standalone spielen. Habe ich jetzt auch fast ein Jahr nicht mehr gemacht, weil sich da leider nicht viel getan hatte. Das schaue ich mir dann aber erstmal an. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht allzu viele Survival-Spiele. Aber vielleicht gibt es ja auch hin und wieder. Oh, oh, Vorsicht. Vielleicht gibt es auch hin und wieder mal ein paar neue. So, der Aussichtsturm vom Förster. Was ich auch mir überlegt hatte, mal ein wenig von City Skylines aufzunehmen. Einfach weil ich das super finde, das Spiel, und weil ich sowas bisher noch gar nicht auf dem Kanal habe. So, der Kollege hatte nichts dabei. Hier haben wir ein paar Hagebutten. Man hört es auch schon. Sie friert langsam. So, das Spiel ist mit Unity gebaut. Kriegt man beim ersten Starten auch angezeigt. Und wie ich schon erwähnt habe, ich finde das super, die Optik. Also muss meinetwegen nicht in realistischer Extremgrafik sein. Erstmal alles einpacken. Ein Beil, sehr gut. So, da haben wir einen Ofen, da kann man Feuer machen. Ein Seil zum Klettern. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wo man klettern kann. Machen wir die Tür wieder zu. Und Gewehrmunition habe ich auch schon gefunden. Allerdings, seit ich das Spiel habe, noch nie das Gewehr. Also, ich habe das Gewehr noch nie gefunden. Ich habe schon hin und wieder ein paar Mal gespielt für ein paar Stunden. Aber das Gewehr, das Glück hatte ich noch nie. So, dann geben wir ein bisschen Gas hier runter. Denn bergab geht's schön schnell. Dann können wir hier abkürzen? Na, das Risiko gehen wir nicht ein. So. Von da oben kamen wir. Das sieht auch aus, als wäre das mehr oder weniger eine Sackgasse. Also folgen wir hier. Ich vermute mal, dass es eine Straße ist. Folgen wir einfach der Straße.
werde das wahrscheinlich auch so machen. Gerade dieser Survival Sunday, ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich immer so drei Folgen mache, wahrscheinlich. Und dafür dann einfach mehrere Spiele, das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie ich jeweils Lust habe. Und ich dachte, ich fange einfach mal mit The Long Dark an, weil das habe ich noch gar nicht aufgenommen bisher. Und ich habe auch, wie gesagt, schon ewig nicht mehr reingeschaut, was es da Neues gibt, was man da jetzt alles machen kann. Deswegen interessiert mich das persönlich natürlich auch. So, sie wird langsam müde. Kalt und müde, das ist eine schlechte Kombo. Leer. Vielleicht haben wir mehr Glück in den Hütten. So, packen wir alles ein. Ein Pullover. Zeitung. Holz, Kräutertee. Nehmen wir auseinander. So, wir haben noch 11 Stunden Tageslicht, allerdings ist sie trotzdem schon müde. Man merkt es auch, man kann dann plötzlich nicht mehr so viel Gewicht tragen. So, wo ist der Pullover? Hier, okay, der ist nicht gut. Den zerlegen wir. Dann reparieren wir unsere Mütze noch. Hose reparieren wir auch noch. Und jetzt haben wir kein Material mehr. Dann essen wir erstmal was. Und trinkt noch was. So, dann sind beide Balken wieder so gut wie voll. Ein bisschen aufgewärmt sind wir auch. Dann können wir jetzt wieder raus. Und schauen wir noch in die anderen Wägen rein. Die Laterne haben wir. Perfekt. Noch eine Weste. Kaffee auch immer gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Kaffee ist da. Nehmen wir die noch auseinander. Da haben wir auf jeden Fall Vorräte. So, dann schauen wir hier noch rein. Können wir uns bestimmt einen Tee kochen? So, der Kollege sieht nicht mehr allzu gut aus.
So, Holz nehmen wir natürlich auch mit zum Feuer machen. So, dann haben wir die Hütten auch schon durchsucht. Ne, haben wir nicht. Da ist noch einer. Doch, den haben wir schon leer gemacht. So, wir sind überladen um 2 Kilo und haben noch 9 Stunden Tageslicht. Ist jetzt vom Timing her nicht so gut. Und ich denke, der Weg ist auch zu weit. Deswegen ruhen wir uns hier erstmal ein bisschen aus. So, nehmen wir mal 4 Stunden. Mal gucken, was uns das bringt. Okay, das müsste theoretisch reichen. Ich versuch's einfach. Danke. Wir kriegen jetzt natürlich auch gleich einen Sturm. So, die Straße war hier. Ja. Man sieht es jetzt auch gerade schön, wir sind jetzt nicht mehr überladen. Also je müder man wird, umso eher ist man überladen, umso weniger kann man tragen. Finde ich von der Idee her super. Denn in echt ist es ja ähnlich. Wenn man müde ist, hat man eher nicht so die Kraft, irgendwas durch die Kante zu tragen, als wenn man vollständig ausgeruht ist. So, geben wir mal ein bisschen Gas hier. So, und hier sind die Eisenbahnschienen. Ein Kadaver, da können wir Fleisch rausziehen, Haut und Därme. Und wir sind schon wieder müde. Haben nicht mehr allzu viel Tageslicht. Deswegen folgen wir jetzt erstmal den Gleisen hier in diese Richtung. In diese Richtung aus ganz bestimmtem Grund bin ich vorhin schon gelaufen. Hier kommt dann eine mehr oder weniger wie so eine Ranger Station. So ein Bürogebäude, so eine kleine Hütte. Die will ich hier als mehr oder weniger als Homebase benutzen. Am Anfang, dass wir hier einen schönen Ausgangspunkt haben. Aber da müssen wir natürlich auch erstmal hinkommen. Könnte ein bisschen knapp werden. So, man sieht es jetzt auch ganz gut. Wir sind so müde, dass sich der Balken zum Sprinten fast gar nicht mehr auffüllt. Aber hier sammeln wir auf jeden Fall noch ein, was geht. Ist auch neu, dass der eigene Charakter spricht. Das gab es sonst auch nicht. So, Munition. Und Brecheisen. Nein. Ah, das kann nicht wahr sein.
Ich habe noch nie das Gewehr gefunden und finde es für das Let's Play im Let's Play. Wahnsinn. Dann kann jetzt definitiv nichts mehr schief gehen. Wir haben Kaffee und wir haben ein Gewehr. So, dann Licht haben wir noch für 2 Stunden. So, schauen wir mal. Mit Leertaste kann man dieses Menü aufrufen. Da gibt es dann verschiedene Sachen. Ich brauche jetzt ein Lagerfeuer. Natürlich nicht hier drin, wer hätte es gedacht. So. Will ich natürlich auch nicht. Wie lange haben wir noch? Ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Zur Not lege ich mich mit dem Schlafsack direkt hin. Das geht ja mehr oder weniger auch. Aber die Hütte ist nicht mehr so weit weg. So, und da wir im normalen Modus spielen, also in diesem Pilgermodus, rennen die Tiere für uns erstmal weg. Sie greifen uns nicht an. Ich glaube, nur wenn wir sie angreifen, greifen sie uns dann an. I lay down right here. I thought I'd ever wake up again. Na, noch nicht ganz, meine Liebe. Noch ein paar Meter, dann haben wir es geschafft. Okay. Der Kollege wartet wahrscheinlich nur darauf, dass wir umkippen. Aber wir haben es gleich geschafft. Es ist ein bisschen unangenehm, dass der Kollege sich hier nicht entscheiden kann. So, hier ist die Hütte. Das ist, glaube ich, die einzige, wo eine Flagge dran hängt. Und in die müssen wir es wenigstens noch reinschaffen. Ich hoffe es, denn zwischendrin wird sie immer so ein bisschen langsamer. Was ziemlich beängstigend ist. Sprinten dürfen wir nicht mehr. Rein da. Ich glaube, das lief sehr gut. Oh, Hallöchen. Das machen wir alles, nachdem wir geschlafen haben. So, erstmal 12 Stunden schlafen. So, es ist noch sehr dunkel und sie hat Durst. Dann trinken wir natürlich erstmal was. Das ist eine Tomatensuppe. Noch eine Gipfelbrause hinterher. Ah, wir haben auch noch Orangenlimo. So, dann machen wir uns doch mal ein Frühstück im Ofen. Denn ich glaube, Altholz haben wir genug, ja. So. Können wir uns jetzt hier erstmal noch Schnee schmelzen, 1,5 Liter. Und dann abkochen und dann die Wasserflasche auffüllen. Dann garen wir uns unser Frühstück. Das
müsste jetzt hier genau essen. So, es wird auf jeden Fall warm. Wir sind ausgeruht. Dann können wir jetzt anfangen, hier erstmal alles zu durchsuchen. Wir sind auch immer noch überladen. Das ändert sich aber unten dann. So, haben wir durchsucht. Da ist noch ein Buch. I can barely walk with this much gear. So. Durchsuchen wir den Schrank. So, der wird jetzt sowas für unser Hauptlager. Packen wir unten alles, was mit Holz und Heizen zu tun hat, rein. Bücher, alles Brennstoffe. So. Was haben wir hier noch? So, dann würde ich sagen, ganz oben packen wir Essen rein. Wir haben ja genug. Den Tee behalten wir mal, der wiegt nicht viel. So, Wasserflasche behalten wir auch. So. Dann, was haben wir noch? Medizin haben wir noch. This pack is getting kind of heavy. Dann sammeln wir hier noch alles ein. Die Sturmlaterne ist sehr gut, dass wir die haben. So, dann packen wir hier am besten alles, was mit Medizin zu tun hat, rein. Nehmen wir nur zwei mit. Antibiotika können wir alle umlagern. Wasser sauber machen tue ich auch nicht. So. Was haben wir hier noch? Lampenöl. Du darfst gleich. So, dann haben wir hier noch Kanister. Den brauchen wir auch. Ja, dann haben wir noch mal Tee. So, dann packen wir doch den Tee da rein. Suppe, Schokoriegel. Ganz unten war Holz. Dann machen wir in die zweite Schublade alles rein, was mit Werkzeug zu tun hat. Angelzeug heben wir mal auf. Die Fackeln braucht kein Mensch erstmal. Jetzt haben wir zwei Lampen, also lassen wir eine da. Schnur und Haken, da können wir, glaube ich, Angelzeug draus machen. So, dann füllen wir die Lampe auf. Denn wir haben genug. Sehr gut. So, dann kann man die reparieren. Nein, nur zerlegen. Die heben wir aber auf. Dann schauen wir. Denn hier kann man craften. Angelzeug. So. Da haben wir noch ein Streichhölzer drin. Auch gut. Oh, hier stehen nochmal Schmerzmittel. Und hier neben dem Sessel steht nochmal was zu trinken. So. Packen wir auch gleich rein. Einmal Angelzeug können wir hier lassen. Klamotten können wir gleich. Nein, zerlegen bitte. So, die zerlegen wir auch.
So, die würde einen Bonus geben. So, reparieren wir die erstmal noch. So, und anziehen. Dann zerlegen wir die dafür. So. Medizin können wir auch noch mal was ablegen. So. Kleidung haben wir, das was wir tragen. Da haben wir. Das müsste auch passen. Die Sachen können wir noch ablegen. Da haben wir noch nichts drin. Da legen wir da solche Sachen rein wie heute oder Därme. Der Hagenbutten. Muss man schauen, ob man die garen kann. Holz ist ganz unten. Nehmen wir zwei. Und versuchen mal Feuer zu machen. Und wir sehen einen Punkt für Feuer machen. Sehr gut. Das füge ich gleich hinzu. Dann haben wir eine Stunde Zeit. So, Hagebutte. Kann man die einfach nur so garen? Wie es ausschaut. Wo ist die jetzt gelandet? Ein Hagebuttentee. Ah ja, okay, dann trinken wir den doch mal. So. Und ich sehe auch, ich bin schon über der Zeit. Das tut mir natürlich sehr leid. Aber wie immer packt mich das Spiel mehr, als ich mir erhofft hatte. Und ich würde sagen, wir bleiben schön hier sitzen. Und ich beende die Folge hier und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao.